Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Fußball Manager 13 mit den Glasgow Rangers hier in der dritten Saison, heute hier im Part Nr. 164 und zum 21. Spieltag der Scottish Premiership, heute mit der Partie gegen Partick Thistle, nachdem wir ja jetzt im letzten Part im League Cup gewonnen haben gegen Motherwell, wo wir gegen St. Johnstone spielen werden im Finale. Wünsche ich euch jetzt erstmal hier einen schönen Ostermontag, denn wir haben heute den Ostermontag, den 6. April 2015. Gestern hatte ich vergessen zu erwähnen, dass wir Ostersonntag hatten, also bitte ich dies zu entschuldigen, hatte ich wohl irgendwie vergessen in der Aufregung. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir hier rein, Textmodus angesagt, die weiteren Partien sehen wir hier links. Aberdeen gegen Kilmarnock, Livingston gegen Celtic Glasgow, Motherwell gegen Ross County, St. Johnstone gegen Hamilton Academical und St. Mirren gegen Dundee. Dann sehen wir einige Ligen, die tatsächlich noch spielen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein Textmodus und sagen unserer Mannschaft heute, gebt euer Bestes und damit auf geht's Glasgow! Und damit moin moin und herzlich willkommen hier und heute zur Partie gegen Partick Thistle. Hier im Firfall zu Partick Thistle und dann hoffen wir einfach mal, dass es eine schöne Partie wird. Und Partick hier mit der ersten Chance. Lawless hebt den Ball über die aufrückende Abwehr zu Kerr, der sich um die eigene Achse dreht. Zu Bayard, der sich mit dem 1:0 bedankt. Das darf doch nicht wahr sein. 1:0 die Führung, Partick Thistle. Durch John Bayard, weil Cameron Bell hier den Ball nicht halten kann. Ist natürlich sehr, sehr bitter jetzt der Einstand hier. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier zurückkommen in die Partie. Wäre einfach besser. Es ist schlechte Sicht, man kann nicht von einem zum anderen Tor schauen. Die Spieler sollte das noch nicht behindern. Und jetzt haben wir die Chance. 16. Minute. John Daly hat sich davon gestohlen, erhält eine schöne Steilvorlage von Kasa Niklic. Und wir haben nicht das 1:1, weil hier Kevin Doyle kläglich verzieht gegen Paul Gallagher. Den muss er doch machen normalerweise. Jetzt die Chance im Gegenzug für Partick Thistle nach Ecke von Gabriel Rojo. Welch stoppt den Ball mit der Brust, trifft nur das Torgestänge. Mohamed Besic wirkte da etwas orientierungslos. Hammer Glück gehabt. Hammer wirklich Glück gehabt. So, und jetzt haben wir die nächste Chance. 22. Spielminute. 100%ige. Kevin Doyle kann von rechts ungestört flanken. Gleck am Fünfer ebenso ungestört köpfen. Keine Chance für Gallagher. Es steht 1:1. So schnell geht's. Ian Gleck. Erstes Tor in der Saison. Dritte Vorlage. Kevin Doyle. So, sind wir doch wieder back in business. Und John Welch muss raus. Kapselprellung Knie. Wünscht mir doch gleich mal eine gute Besserung. Mal gucken, für wer reinkommt. Hugh Murray kommt rein für Sean Welch. Dann würde ich doch mal kurz reingehen wollen. Mal gucken, wer kümmert sich denn hier um den Patienten. Niemand, okay. Sag mal doch gleich mal voller Angriff hier nach der Einwechslung. Denn jetzt wollen wir auch die Führung haben. Partick Thistle jetzt mit der Möglichkeit. Nach einem hohen Ball von Bayard kann Pierce zur Ecke klären. Na, immerhin, der heute Kapitän wird. Gabriel Rojo mit der Ecke. Nach einer Ecke köpft Conway jetzt völlig unbedrängt zu Lawless, der ins rechte Eck schiebt. Das geht doch nicht! Partick Thistle 2:1. Hier 13. Saisontor, erste Vorlage Conway. Und wir sind gefährlich nach Standard. Wir sind hier so problematisch hier nach Standard. Weit vorbei und vollkommen harmlos hier ein Schussversuch von John Daly. Also das darf hier nicht passieren. Gute Kontermöglichkeit wird durch ein schlechtes Abspiel von Quell schon im Ansatz zunichte gemacht. Und jetzt haben wir die nächste Chance. 38. ins linke Eck gejagt. Und wir haben den Ausgleich. Durch Ian Black, Doppelpack. Zweites Tor in der Saison, Jack Reddish, vierte Vorlage. Also Black hat sich hier wohl einiges vorgenommen heute. Glasgow Rangers kontern jetzt aber zu vergeblich. Letztlich schießt Kevin Doyle weit am Kasten vorbei.
Aaron Lennon kann da Lawless kurz vor dem Strafraum nur regelwidrig stoppen. Also das heißt Freistoß für Partick durch Mark Kerr. Ein gewaltiger Freistoß aus 19 Metern von Kerr kann Torhüter Cameron Bell gerade noch entschärfen. Er fällt dann wie eine Schildkröte auf den Boden. Jetzt die dritte Ecke von Gabriel Rojo. Die Ecken waren ja so gefährlich zuletzt. Lawless versucht sich dagegen Besitz mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen und es gibt folgerichtig Freistoß für die Glasgow Rangers. Und wir sehen es, Mohamed Besic hat nur eine 5. Und jetzt die 100%ige für Partick. Osborne wirft einen Ball kurz auf Hugh Murray, aber dann springt der Ball so einfach ins Aus. Das sah ein bisschen aus wie beim Einwurfproblem im Fußballmanager 2008. Und jetzt haben wir hier noch 2 Minuten, die nachgespielt werden. Und Schlusspfiff. 2:2, 4 Tore hier in einem Derby. Was willst du mehr als Fußballzuschauer? Ist natürlich ärgerlich für uns, aber wir müssen halt gucken, dass wir jetzt dann dementsprechend zurückkommen. Ihn tun wir mal motivieren. Das hat ein bisschen was gebracht. So, und können heute Ian Black loben, der die Stürmer heute wirklich gut ersetzt hier mit seinen Toren. Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die zweite Hälfte und hoffen doch auf deutlich mehr Impulse unserer Jungs. Carsten Niklitz mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Das war's dann auch wieder. So, Chance für uns. 51. Deli Bidding Krellisch, der aus 16-20 Metern versucht, den Ball entlang der Ecke zu schlenzen. Kelleger ist aber zur Stelle und klärt zur Ecke. Und die kommt da rein von Callum Patterson. Erste Ecke in der Partie. Conway steht Richtung Torgewand, will den Ball, Wolli klären, schießt sich selbst gegen den Kopf. Der Abpraller reicht nur am Zentimeter am eigenen Tor vorbei. Heißt eine nächste Ecke von Pavel Olkowski. Ecke von Olkowski, Conway, Grealish, Kasaniklic, den an den Schossen abzieht. Kevin Doyle steht in der Schussbahn, fällt den Ball mit der Hacke ab. Kelleger ist chancenlos und dann kullert der Ball Zentimeter am Tor vorbei. Ich wusste es doch. Schade. So, jetzt können wir doch hier nochmal in die Offensive gehen. Haben jetzt auch die Chance 59. Aber wir kontern zu umständlich. Schließlich schießt hier Kasaniklic weiter am Kasten vorbei. Und jetzt die Chance für Partick. Nach Ecke von Gabriel Rojo, Ecke Nummer 4. Aber eine leichte Beute dafür. Cameron Bell. Stadion ist ausverkauft hier im Partick-Sissel. Sollte doch Glas sein hier. Und jetzt Chance wieder für Partick. Aber ganz schwache Aktion von Hugh Murray. Statt abzuspielen, verzettelt er sich dann. Zweikampf mit Ian Black. Am Ende ist der Ball weg. So, mal gucken, was wir jetzt anstellen. Carsten Niklic hat es heute wirklich gar nicht gut gemacht. Hätte ich doch Barnetta spielen lassen sollen. So, mal gucken. Wir versuchen es mit Thorgan Hazard auf der linken Seite heute. So, da kommt er jetzt rein. Thorgan Hazard für Alexander Carsten Niklic. So, 20 Minuten hier noch. Nächste Chance, Partick. Alex Pierce geht da etwas plump in einen Zweikampf im Strafraum, bringt Lawless zu Fall. Aber er zeigt hier auf Weiterspielen an. Wunderbar. Jetzt kommt Greg Sibbald für Dino in die Partie. Hoffentlich gelingt uns jetzt in den nächsten 20 Minuten noch ein Lucky Punch. Das wäre so ungemein wichtig hier, auch fürs Selbstvertrauen. So, Samaras kommt dann noch und für die rechte Seite Accra. Und wir haben die Chance jetzt. 71. Spielminute. Und wir haben das 3:2 hier durch Jack Grealish. Ein wirklich sehenswertes Tor hier. Lupft ihn aus 16 Meter halbrechte Position mit dem Außenriss über Kelleger ins lange Eck. 5. Tor in der Saison für Jack Grealish und da ist er wieder. Wunderbar, jetzt die beiden Wechsel. Salvador Accra für Aaron Lennon. Und Georgios Samaras für Kevin Doyle. Also 5 Tore hier in einem Derby. Was willst du wirklich mehr als Fußballzuschauer? 72. die nächste Möglichkeit. Samaras löst sich hier hinter dem Rücken seines Bewachers.
Und der Ball geht hier leider über den Kasten. Ah, schade. Nächste Chance, Partick. Über rechts kommt Rojo und versucht nach innen zu flanken. Der Ball wird abgefälscht, kommt aufs Tor. Aber Cameron Bell hat aufgepasst und ist sicher zur Stelle. So, die Fans feuern ihre Mannschaften da jetzt noch einmal richtig an. Jetzt kommt Ross Forbes für Mark Kerr. Mal gucken, wie gefährlich Forbes ist. Ja, Besic darf sich drum kümmern. Der sich auch langsam beruhigt, aber immer noch eine 4,5 hat. Rückpass in Glasgow. Conway wird unter Druck gesetzt, muss den Ball zurück zu Callagher zurückspielen. Der versucht ihn zu stoppen. Eigentor, 4:2 die Führung für uns. Paul Callagher muss hilflos mit ansehen, wie der Ball unaufhaltsam Richtung Tor hüpft. Und dann ist Tor kullert. Eigentor von Conway. Er kann es nicht fassen. 4:2 die Führung für uns. Ist natürlich bitter, Robert Conway mit dem Tor für uns. Vielen Dank. Und jetzt die Chance für Partick. Ross Forbes eigentlich mit einer guten Aktion, aber er macht noch einen Haken zu viel. Bleibt hängen, Zauberei am Schlangenfuß kann man machen, wenn man 6:1 führt. Und jetzt die 80. Nochmal die Möglichkeit für Partick. Nach Ecke von Gabriel Rojo, Ecke Nummer 5. First-of-Duell am kurzen Pfosten zwischen Bayard und Besic nach einer Ecke von Rojo. Am Ende kann Besic sich durchsetzen und die Gefahr bereinigen. So, mal gucken, was jetzt noch in den 10 Minuten passiert. Oh, Gottes Willen. Lawless hat sich davon geschlichen, macht hier so das 3:4. Oh Mann, schade. So, die Gangart von Partick-Sissel wird rauer, das ist natürlich klar. Jetzt wollen sie hier wahrscheinlich noch den Ausgleich. Es ist schlechte Sicht, aber das sollte die Spieler nicht behindern. Eine Minute Nachspielzeit hier in Partick-Sissel. Und dann ist es vorbei. 7 Tore sind hier gefallen. Was für ein Fight. Am Ende gewinnen wir mit 4:3. Welch ein Spiel, eine Werbung für den schottischen Fußball. Wer heute hier war, der kommt auch wieder. Statistik. 60:40 Ballbesitz. 13:13 Chancen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht des 21. Spieltages der Scottish Premiership. Wie die Glasgow Rangers gewannen hier knapp mit 4:3 bei Partick-Sissel. Wirklich schönes Spiel hier von uns, muss man schon sagen. Beim Gegner Stephen Lawless, bester Mann mit einer 2:5, bei uns heute Jack Relish mit einer Tor- und einer Vorlage. Genauso auch eine Vorlage für Kevin Doyle, 2 Tore von Ian Black, der es wirklich klasse gemacht hat. Ein Eigentor von Robert Conthwaite. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert, jetzt zu den Statistiken. Dort sehen wir 9:6 Schüsse, 4 aufs Tor, 5 daneben, 10:6 Chancen, 60:40 Ballbesitz für unsere Gunsten und Spieler des Spiels, Jack Relish. Zu den Ergebnissen, Aberdeen gegen Kilmarnock 0:0, Livingston verliert 1:2 gegen Celtic Glasgow, Partick-Sissel verliert 3:4 gegen Glasgow Rangers. 0:0 in der Partie St. Johnson Hamilton Academicals sowie ein 1:1 zwischen St. Mirren und Dundee United sowie 8 Tore bei der Partie FC Motherwell gegen Ross County, 6:2 Erfolg für den FC Motherwell. In der Tabelle haben wir 10 Punkte Vorsprung vor Celtic Glasgow, dahinter St. Johnson mit 15 Punkte Rückstand auf uns und unten Hamilton Academical mit 11 Punkten. Und in der Championship sehen wir Heart of Midlothian 3 Punkte raus vor Hibernian. FC Dundee auf Platz 3 der Absteiger mit 39 Zählern und unten hier abgeschlagen Ayr United. So, mal gucken. Die anderen Ligen sind jetzt so gut wie in der Winterpause, von daher lassen wir das jetzt mal. Zu den Stimmen. Das sagte heute MRL aus Green Rock. Der Gegner war stärker, aber unsere Spieler sehen besser aus. Und Mohamed Besic, das Spiel war ausgeglichen, darum ist der Sieg verdient. Zitat des Tages hier und heute. Jetzt zur Spieltagsstatistik sehen wir 2 von uns in der Elf des Tages mit Ian Black und Jack Relish. Und Spieler des Spieltags hier Jack Relish. Teamleistung heute 5 Beste mit einem Schnitt von 3,36 in der Saisonschnitt von 2,92. Beste Spieler sehen wir Skepovic vor Sean Daly. Und nach 21 Spieltagen David McKay, Notenbester Mann.
sehen unsere Mannschaft hier im Fairplay auf Platz 4 wieder, 28 Punkte hier. Und sehen Darren McGregor die drei ausfallenden Spiele und dann können wir weitergehen. In der Woche mal gucken, was jetzt so die anderen Spieler machen, während es jetzt noch verlässt. Und so weiter und so fort. Stein Spearing zum FC Dundee, okay. Kommt aus den Niederlanden vom AZ Alkmaar. So, da gucken wir mal. Raymel Wing will noch ein bisschen Goale. Ich muss jetzt hier unten ein bisschen machen, weil alles andere geht nicht. Wird wahrscheinlich scheitern, denke ich mir. Und wenn er dann kommt, ist es wirklich was Unschönes. Callum Patterson fühlt sich etwas unterbezahlt. Das ist auch nicht so wirklich gut, weil wir ja gerade finanzielle Engpässe haben. Durch die Schulden, die ich jetzt zum Glück wieder ein bisschen berappelt habe. Und jetzt gucken wir einfach mal auf die Transfers, wer es so wechselt, um Gottes Willen. Matthias De Ciglio für 49 Millionen zu Manchester United. Dann sehen wir Pantic zum FC Barcelona für 16 Millionen. John Swift zu Manchester City für 13. Kasper Schmeichel, der Sohn von Peter Schmeichel, zu Newcastle 8,8 Millionen. David Rich ebenfalls zu Newcastle für 8 Millionen. Dann Gary Rodriguez hier von Elche zu Stoke für 6. Ralf Löth von PSV Eindhoven zu Man United für 6 Millionen. Dann Timo Röcker, wie gesagt, von uns zu Dynamo Moskau für 5 Millionen. Mark Lissa von Hajduk Split zu RB Leipzig 3,9 Millionen. Boy Lesen zum AS Rom für 3,6. Mal gucken, was hier jetzt so noch abgeht. Irgendein Ex-Spieler, der gewechselt ist? Nein. Tottenham Hotspur hat mit Eriksen verlängert, genauso wie Lamela. Donati bleibt bei Inter Mailand, Wolfscheid bei Gladbach. Obiang im Fokus von AC Florenz, Konko im Fokus vom FC Barcelona, Max Kruse von der möglichen Rückkehr zu Gladbach und Denswil im Fokus vom AC Mailand. Können wir weitergehen? Crossland möchte ebenfalls noch ein bisschen mehr Kohle. Dann kriegt er halt hier ein bisschen danach Schub. Hier 2000 Auflauf zu 0 Bonus 500 und da muss es ja eigentlich gut sein. So, Kalasch wurde abgelehnt. Ist natürlich auch nicht gut, aber naja, kann man nichts machen. Mannschaft der Woche, Ian Black und Jack Relish. Können wir ja mal mit beiden reden. Du trainierst sensationell. Gewinnt er 5 Moralpunkte und Ian Black. Super, letztes Spiel, da können wir sagen, er ist 29. Gewinnt 5 Moralpunkte. Scouting abgeschlossen, Rodney Snyder auf der 10 hat eine 64, lange Autogrammstunde. Er gewinnt 2 Punkte Moral und diese Wertschätzung ist auch gut für sein allgemeines Wohlbefinden. Olinga auf Transferliste und Benchop verlängert. Und wie gesagt, Kalasch hat abgelehnt. Werden ihn auf jeden Fall mal im Auge behalten. Haben ihn im Blickfeld, von daher passt das. Mal gucken, wie es mit den anderen aussieht. Olinga, da sind die Nerven schon fast durch. Hier ist es noch relativ hoch. Dann wird es wahrscheinlich auch Getafe werden. Mal gucken, Basel, okay. Und Gender Trainingsziel. Oh, der Junge ist top. Und wir müssen wohl möglich Barry Ferguson gleich ein Angebot machen. Weil er sonst zu Inter Mailand gehen würde. Eine 67, 598.000. Akzeptiert das Angebot und steht damit im Kader der Ersten. Damit würde ich doch mal sagen, herzlich willkommen. Aber das musste ich machen. So. So, relativ kleine Beträge, die wir jetzt hier haben.
So, wo ist er denn, der gute Barry Ferguson? Da unten mit einer 67 ist auch schon ein wirklich klasse Top-Wert. Sagen wir doch mal herzlich willkommen. Gibt's bla bla 10 Millionen Prozent und gut ist. Kyle Hutton, da bin ich auch am Überlegen, ob wir ihn eher abgeben sollen. Mal gucken, 675.000 Wert, mal eine Million hier und da. Seine Minimalforderung, mal gucken. Zu wem er denn gehen würde. Hamilton würde sich melden, okay. Bieten 950.000, dann kriegen wir ihn auf jeden Fall für die Millionen weg. England, wie sieht's aus mit Burnley? Griechenland, Panathinaikos. Dann Olympiakos. Auch nicht so. Gehen wir doch mal weiter. Sehen Sie hier keine Einigung wegen Erwa und Genda? Hier, Raymer Wing will immer noch ein bisschen. So, 2 Jahre plus Option, lehrliche Erhöhung 10%. Ah, irgendwas muss man wohl noch runter. Müssen wir schon wieder runter. So, RB Leipzig, 9,25 Millionen, auch hier voran, genauso wie hier, genauso wie hier. Der nächste wird angefragt hier. Also allmählich haben wir kein Geld mehr. 254.000 müssen wir eigentlich fast schon machen für unseren Top-Talent hier. Ich wollte ihn eigentlich schon später hochziehen, aber wir müssen es eigentlich praktisch schon machen. Gegen Paris Saint-Germain sind wir eigentlich fast schon machtlos. Und dann ist er da. Akzeptiert das Angebot, er hat abgelehnt. Holt Schick auf Transferliste und dann dürfen wir den nächsten Jugendspieler herzlich willkommen heißen. Ist so natürlich nicht geplant, aber naja, müssen wir jetzt durch. So haben wir auf jeden Fall auch da einen guten Backup dann. Wenn irgendwas passieren sollte. Sind ja alle von der Stärke relativ gleich auf. Und dann gucken wir jetzt einfach mal. Hier sehen wir, es wird als fair eingestuft bei Crossland. Ach, stimmt, weil wir jetzt im Minus sind. Och, Mano. Muss man halt demnächst nochmal versuchen hier mit Crossland. Haben wir im Blickfeld, dann werden wir da dann nochmal gucken. Paulsen auf Transferliste und Lukas Scholl abgeschlossen, okay. So, vielleicht müssen wir einfach jetzt hier das Geld aufschlagen, 3,1 Millionen. So, 2. Hier ein bisschen. So. Dann haben wir das doch gemacht. Sieht doch jetzt besser aus. So, und Gender, 9,5 Millionen RB Leipzig. Hier dürfte es dann auch bald scheitern. Getafe 12,5 Millionen. Ich würde mal sagen, das akzeptieren wir jetzt. So, dann mal schauen. Für Hutton wurde angenommen, für Gender wurde angenommen. Cameron Bell hat Trainingsziel erreicht. Stellungsspiel, eine 84, ist auch ein wirklicher hochgradiger Top-Wert. So, für Hutton, beide wurde angenommen. Paulsen im Fokus vom VfB Stuttgart. So, Ongender darf die Glasgow Rangers nicht verlassen. Keine Einigung wegen Ongender.
und man erzielt doch Einigung. Und auch hier. So, dann haben wir es doch geschafft gegen Sam Johnson hier im Topspiel. Erster gegen Dritter. Vor ausverkauften Haus zu Hause im Ibrox Stadium. So, 15 Nachrichten. Topspiel. Ist ja auch klar, es ist Glasgow Rangers gegen Sam Johnson. So, 15 Nachrichten. Ongender wechselt zu Getafe. Dann wünschen wir ihm alles Gute, haben jetzt natürlich ordentlich Geld. Und Hatten geht auch. Alles Gute. Beteiligung am Weiterverkauf müssen wir 1,25 Millionen an Ongender zahlen. Natürlich auch ordentlich Holz, aber ist klar. Ian Black ist verärgert. Rieke Trainingsziel. So. Colin Wagner ebenfalls erreicht das Trainingsziel. So, Campbell McKenna ebenfalls erreicht das Trainingsziel. Gucken wir mal. Den Linksverteidiger kann er. Gut, dann kann er jetzt mit dem nächsten weitermachen. Kachraba auf Trainingsliste, Transferliste. Und Erich Tommy. In die Jugend muss ich jetzt mal reingehen, wie das aussieht. Oh, wird gut gefüllt. Auch hier wird es gut gefüllt. Aber da müssen wir gucken, dass wir hier Philip Robertson fördern können, den 5-Sterne-Mann. Den wir ja vor 2-3 Folgen bekommen haben. So, Wallis. Was hat er denn für eine Ballkontrolle? Eine 61. Muss er auf jeden Fall machen. So. Kopfballpräzision auch hier ein bisschen nach oben. Und die Schnelligkeit. So, dann tun wir dem das einstellen, dass er muss aufgestellt werden. Und er bekommt einen guten Mentor mit John Daly. Wird ja passen. So, und dann gehen wir jetzt mal in unsere Mannschaft rein. Gucken mal, wie wir das aufstellen. So, der Kader ist leicht dezimiert, aber wir sind trotz allem noch relativ gut aufgestellt. Muss halt jetzt gucken, wie wir das bezüglich einem neuen Stürmer machen. Aber ich glaube, auch da könnten wir aus der A-Jugend einen hochziehen. So, Milik ist da anscheinend nicht gut genug. Niemand ist da gut genug. Okay, dann lassen wir das. Na, ist jetzt halt die Frage, wen wir da jetzt am besten hochziehen. Robertson wäre es ja, aber da müssen wir warten, bis er 16 wird. Das wird er erst am 11. Februar. Also in knapp 2-3 Wochen. So, mal gucken. Pierce bräuchte eine Pause mit einer 83. So, Barnetta kann wieder ran. Nachdem Kasa Niklic es sich verdorben hat da. So, Jörg Albert könnte man theoretisch jetzt mitnehmen auf die Bank, aber lassen wir jetzt mal. So, ich würde mal sagen, ansonsten passt es soweit hier. So. 1000 Euro, wenn sie wieder gewinnen sollten gegen St. Johnson. Pedersen kümmert sich um Wutherspoon, Olkowski, um Goodman, Pierce um Mitroglou und Besic um May. Sonnebewachung um Robertson. Dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Ist auch einiges passiert, ist knappe 14.